Willkommen zurück zu Hitman und der neuen Game of the Year Edition. Seitdem IO Interactive von Square Enix verkauft worden ist, hat es IO Interactive nicht nur geschafft, eigenständig zu werden, sie haben es auch geschafft, die IP von Hitman zu bekommen und haben seitdem doch relativ aggressiv daran gearbeitet, nicht nur diese Erstepisode zu verbessern und zu erweitern, sondern sie haben jetzt auch mittlerweile die zweite angekündigt. Ich war so frei und habe mich mal wieder so ein bisschen in das Spiel reingespielt, weil es sind doch jetzt schon ein paar Monate gewesen und nachdem ich hier zurückgekehrt bin, ist dieses Menü aufgepoppt. So, congratulations, new elusive target award unlock. Thank you for playing at least one of the 26 elusive targets that we released for Hitman. To honor your achievement, we have created a small reward that will only be available for a limited number of players. You'll be awarded one of the three awards depending on your progress with elusive targets. Und das kommt von the IO Dev in a Team. Und zwar haben wir ICA Outstanding Performance Coin bekommen. You awarded, gehe ich davon aus, dass einfach das ist, was wir bekommen haben. Obwohl hier kein Scrollrad dabei ist. Also ich weiß nicht, welche die anderen beiden Rewards sind und was man dafür hätte machen müssen. Aber auf jeden Fall, reserved for a selected few Master Assassins. This coin is awarded to players who have completed an elusive target mission with the rank of Silent Assassin in the first season of Hitman. Ich gehe vielleicht aus, dass die anderen beiden einfach davon abhängig sind, wie viele Silent Assassin Missionen man hingelegt hat, aber dadurch, dass wir ja jemand waren, der nicht unbedingt viele Elusive Targets gespielt hat und auch da, glaube ich, nur ein oder zwei Silent Assassins hinbekommen hat, ist es für uns einfach nicht möglich gewesen. So, was ist denn die Game of the Year Edition? Dadurch, dass in der Vergangenheit diese unterschiedlichen Missionen in unterschiedlichen Episoden erschienen sind, ist es jetzt hier eine Version, die als 1 erschienen ist. Also wenn man das kauft, hat man alle Episoden, alle Bonus-Missionen, aber auch gleichzeitig hier Patient Zero, und zwar haben wir eine komplett neue Kampagne, die sich über 4 bekannte Maps hinlang zieht und da sollen so die unterschiedlichsten Sachen angepasst worden sein, passend zu der Geschichte, die dort passieren wird. Jedenfalls haben sie neue Waffen, neue Ausrüstungen und neue Escalations hinzugefügt und Elusive Target coming soon. Und zwar werden sie hingehen und alle Elusive Targets noch einmal neu aktivieren. Wichtig anzumerken ist, man kann nur die spielen, die man bisher noch nicht gemacht hat. Das heißt also in unserem Fall, wenn wir mal ganz kurz gucken, wie man da am besten hinspringt, so am besten. Also in unserem Fall, wenn das Ganze nochmal zurückläuft, können wir wirklich das von ersten bis zu der machen, die wir geschafft haben. Das heißt also hier, das erste Ziel, was wir hatten mit The Blackmailer, das könnten wir schon nicht mehr machen. Und logischerweise, das ist unabhängig davon, ob wir Eliminated haben oder versagt haben, die sind für uns nicht mehr machbar. Aber alle anderen, die wir wirklich verpasst haben, die können wir nochmal neu versuchen. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, weil ich das Spiel von Anfang an noch nicht so hatte. Und dementsprechend auch hier schon mal für die Zukunft, wenn die dann aufpoppen, dann werden wir die auch nochmal versuchen. Alright, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir machen müssen, um zu der neuen Season 1 und dann gibt es die neue Campaign mit Patient Zero. Und da sieht man dann, hier sind so einige Sachen dabei. Und wir starten mit Patient Zero, The Source. Welcome back, 47. Your targets are two members of Liberation, a doomsday cult planning an attack in Bangkok. Specifically, cult leader Oybek Nabazov and his second in command, Sister Yıldız. The client, a reclusive millionaire operating under the codename Loxley, has provided evidence that the cult is planning to unleash a bioweapon somewhere in the city. Masquerading as a self-help group, the cult is at the Himapan Hotel, hosting an art exhibition entitled A Study of Life, Death and Rebirth, viewed through the lens of atrocity. Chilling when you consider their plan. Additionally, I have learned that a small group of potential cult recruits is present, which may provide an opportunity to infiltrate. I'm worried about this, 47. The cult plan is in its final stages. The sooner we disrupt it, the better. I shall leave you to prepare. Die erste Mission begibt uns nach Bangkok, zurück zu dem Hotel. Und wir starten mit 2 Zielen. Haben wir ein bisschen mitbekommen, die haben hier scheinbar einen eigenen Bereich. Und wir werden jetzt mal gucken, wie das Ganze abläuft. Wir sehen, wir starten hier mit nur einer wirklich Location, also so wie man es bei den anderen Bonusmissionen auch kennt. Hotelfront Terrace. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sollten ein bisschen überlegen, wie ist diese Mission in der Vergangenheit aufgebaut gewesen. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, wurde das Ganze mit
Karten aufgebaut. Das heißt, man musste wirklich halt seine Karte an der Tür durchziehen, damit die sich öffnen. Das heißt also zum Beispiel, der Disposable Scrambler ist an und für sich keine falsche Idee. Die große Frage ist nur, wie großartig sind diese Maps tatsächlich angepasst oder sind so gewisse Sachen gleich geblieben? Weil dann bräuchte man das nicht haben. Man könnte vielleicht davon ausgehen... Ah, das sind diese Outstanding Performance Coins. Okay. Man könnte vielleicht davon ausgehen, dass man diese Karten, diese Master Keys oder Cards finden kann. Dann könnte das dementsprechend auch wieder weniger relevant sein. Es gibt sonst keine wirklich Hervorhebungen, wie die ausgeschaltet werden können oder ob die irgendwelche speziellen Limitierungen haben. Dementsprechend haben wir vermutlich so ein bisschen freie Auswahl. Ich denke, Lockpick brauchen wir wirklich nicht. Disposable Scrambler sollte man einfach überlegen. Und dann müsste man vielleicht mal gucken, was sonst noch so clever ist. Die meisten Waffen werden wir vermutlich ernsthaft nicht brauchen. Also was wir vielleicht überlegen sollten, ist einfach hier einmal Lethal Poison Vial mitzunehmen. Vielleicht hat man die Möglichkeit, dass die irgendwas trinken oder ähnliches. Auch wenn das natürlich immer relativ simpel an für sich ist. Okay, dann gehen wir schnell noch hin, nehmen unsere geliebten Silverballers. Haben theoretisch ein paar andere Outfits noch zur Wahl. Und da sind zum Beispiel hier die drei DLC-Suits schon interessanterweise von Anfang an freigeschalten. Aber ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier simpel gekleidet gehen wollen. So, Smuggling-Item. Und zwar haben wir wieder unsere eigene Suit. Okay. Also wir haben da wieder die Ehre, simpel reinzukommen. Die große Frage ist, was sollte man hier ernsthaft mitnehmen? Wir wissen, vom Aufbau der Map ist eine Sniper-Rifle nicht wirklich angenehm clever. Hat nicht wirklich Ziele, die man einfach so ausschalten kann. Und so wie es aussah, sind die eh indoors. Also ist das eh so nicht drin. Die Frage ist, was man ernsthaft braucht. Es gibt viele Leute, die ich immer sehe, die mit Breaching Charges herumlaufen. Aber ich habe damit nie wirklich gute Erfahrungen gemacht. Einfach zu häufig das Problem, dass, es trotzdem Explosives sind. Das heißt, also, wenn das jemand sieht, dann bist du da meistens angeschmiert. Ja, und dementsprechend ist jetzt hier nicht irgendwie etwas dabei, was ich ernsthaft bräuchte. Ich gehe davon aus, dass wir genug Alternativwaffen finden, aber nehmen wir mal das Concealable Knife mit. Einfach weil es wirklich die Möglichkeit existiert, die mitzunehmen, ohne dass man dabei entdeckt werden kann. Okay, probieren wir's. Welcome to Bangkok. The exhibition should be easy enough to locate, but there are a number of VIPs staying at the hotel. And you should expect them to visit the exhibition along with their security entourages. Good hunting, 47. Haha, okay. Also vielleicht gibt es hier irgendwelche Situationen mit den VIPs, die man erzeugen kann. So. Die sind da hinten zu sehen. Hier haben wir gleich was Interessantes, was wir auch mitnehmen wollen. Gut, wir sind ein Hotelgast, das heißt, also, wir können vermutlich wieder einchecken. Da haben wir gleich unser erstes Ziel. Examination of Life and Death and Rebirth as told through the lens of Art, Culture and Tragedy. Haha, okay, third floor. Ist das nicht unsere Seite? Ich glaube, wenn wir einchecken, sind wir im zweiten. That axe-faced Harridan demanded more fire extinguishers this morning. What are they doing up there? Up on the top floor. Some sort of new age ritual, I think. Bunch of one percenters looking for truth in crystal balls. Aha. Vielleicht ist da irgendwie die Möglichkeit, dass da mehr explosive Gegenstände herumstehen? I don't know. Aber auf jeden Fall, ich denke, das ist wirklich unter dem, wenn das das gleiche Apartment logischerweise ist, wenn wir einchecken. Einfach mal gucken, ob wir einchecken können überhaupt. Oh, hier zum Beispiel sieht es sehr, sehr cool aus. The Liberation Cult has installed itself in the southwest penthouse wing. And the exhibition is open to hotel guests. You should be able to acquire your targets there. Proceed at your discretion. Okay, also vielleicht kann man wirklich da einfach reinmarschieren. Checking in. Name's Tobias Weber. Thank you so much, sir. Here's your keycard. Welcome to the Himapan Hotel. Welcome to the Himapan Hotel. Please follow me. I hope you'll enjoy your stay. Lead the way. Sir, please. This way. Alrighty. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal die gewohnte Tour. Gucken, ob das gleiche Hotelzimmer ist wie immer. Das sieht natürlich schon sehr, sehr voll im Lightning cool aus. Dann werden wir mal gucken, wie diese Exhibition aussehen wird. Nur ein bisschen aufpassen. Wow, lauf, komm mal.
natürlich schon sehr cool, hier wirklich vom Design zu sehen, vom Lightning sehr, sehr angenehm, sehr warm gehalten. Gucken, wie warm aber die Exhibition wiederum sein wird. Yep. How are you today, Mr. Reaper? Beängstigend, dass sie meinen Namen kennen, obwohl ich keine 5 Minuten hier bin. Aber vielleicht ist es auch Professionalität, dass ich dich darauf vorbereiten, wer hier eincheckt. Who knows? Okay. Und es ist eine wichtige Änderung, die zum Beispiel hervorgehoben worden ist, dass man jetzt zugeben vielleicht nicht so allzu gut sehen kann, aber auf der Minimap zum Beispiel. You can always let reception know if there's anything you need. Dankeschön. Auf der Minimap werden mittlerweile die Ziele in roten Fadenkreuzen hervorgehoben, anstatt weißen wie in der Vergangenheit. Okay, das ist genau unser Zimmer. Ich würde sagen, wir nehmen das hier gleich von Anfang an mit und werden auch schon überlegen müssen, ob man vielleicht nicht sogar gewisse Sachen zurücklassen muss. Vielleicht wird man wirklich durchsucht oder ähnliches. Aber jedoch, ich denke, wir werden erstmal noch nichts so hier erstmal zurücklassen. Erstmal gucken, was auf uns zukommt. Und gleich hier erstmal, denke ich, gucken. Achso, das ist einfach nur Room Service. Den will ich eigentlich nicht rufen. Man kann zwar so an... ich weiß nicht, ob man so an eine Uniform kommt, denn ich glaube, da wird nämlich ein Mädel hochgeschickt. Und die natürlich hier auszuschalten bringt uns relativ wenig. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Und gucken einfach mal, wie das da aussieht. Okay, die haben eigene Security Guards. Das kann natürlich ein Problem sein. Einfach dann nach unten uns zu begeben, in den Keller und da irgendwelche Security Guards auszuschalten. Dankeschön. Das bringt es natürlich nicht wirklich. Okay, also man sieht da... Was ist denn das? Staff... Kitchen, alles klar. Also hier brauche ich meine Security Card, um durchzukommen. Wir sehen, da sind diese beiden Ziele und... Okay, das ist so eine Art Empfangshalle. Ich gehe davon aus, dass man hier reingehend... Genau. Was bist du denn? Was hast du denn für einen Strampler an? Das ist ja niedlich. Kann man die hier irgendwie kriegen? Auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen auf die Minimap guckt, sehr, sehr cool. In der Vergangenheit ist nämlich hier eigentlich ein Durchweg. Man sieht es im Endeffekt auch relativ gut. Und hier haben sie einfach was vorgehangen, um das Ganze so projizieren zu können. Okay... Wenn du fragst, ist das hier alles? Kann ich... Hey, nice threads, buddy. Tja, darf man hier rein? Mal testen. Nope, okay. Also Trespassing ist bereits hier in diesen Seitenräumen der Fall. Okay, dann lass mal ganz kurz gucken. Könnte ich hier reingehen? Da haben wir einen... You wanted to do it too, remember? Rebecca, have you heard what he's talking about? This is not some little wellness getaway. I have a horrible and this feeling was about on the top this. 10 list of things you have to see. I'm doing it. And hashtag if you love me, perhaps you'll do it with me. I mean, we've got the tattoos and everything. That's not fair. Please, let's leave together now. No! Go and get your stuff from the room and join me in the garden. And if you don't, I'll know you don't love me. No. I'm not doing this. If you go, you go without I'm me. I'm staying you at the hotel. Coward, I should be allowed Jeff. To see what's upstairs. Okay, hier haben wir vielleicht eine Situation, die gar nicht mal uninteressant ist. Oder? Okay, lass uns mal ganz kurz weiterhin auf der Minimap gucken. Okay, der läuft los. Greetings, Sir. Okay, hier kommt man nicht durch. Ist abgeschlossen. Oh. Gut, aber vielleicht haben wir hier ein Ziel, was wir ausnutzen können. Vielleicht hat er nämlich auch so einen niedlichen Strampler. Und wenn wir uns hier clever anstellen, können wir uns den vielleicht gleich krallen. So, gibt es hier noch irgendwelche Sachen? Hier haben sie ein Messer zum Teil rumliegen. Und hier... Oh... Nice. Sind wir mal so richtig creepy. Hier ist noch irgendwas anderes. Okay, noch ein weiterer Keil. Oh, no, okay, folgen wir dem einfach mal. Er wird vermutlich sich irgendwo in ein Hotelzimmer verschleichen. Ist hier irgendwas mit dem Buch? Nö. Aber nur so ein Hey. Wir haben ein Buch geschrieben.
Ich denke, das hier wird unser Ziel sein. Den einfach ausschalten, irgendwo platzieren in dem Hotelzimmer und dann das Zeug klauen. Klingt gar nicht mal so weit. Ich gehe davon auch da aus, dass hier, dass sie nicht nach unten kommt. Also falls wirklich wir keine Möglichkeit haben, irgendwo das Ganze zu verstauen, dann sollte das hoffentlich immer noch in Ordnung gehen. So, und gucken wir mal, wo das Hotelzimmer von dem Kollegen ist. Vielleicht müssen wir hier so ein bisschen... Nicht mal, vor allem lustigerweise. Alle Wachen ziehen sich hier gerade weg. Okay, vorbereiten. Und gute Nacht. Okay, haben wir gleich hier die Sache bekommen. Da ist jemand am Schlafen. Gute Frage, ob es immer noch die gleiche Person ist wie in der Vergangenheit. Okay, haben wir hier gleich unseren Anzug. Aber ich würde ganz gerne gucken, ob wir die nicht irgendwo... Das ist nämlich das Problem an diesen Zimmern. Man kann die nirgendwo ernsthaft verstauen. Schade. Also ich hoffe einfach mal, dass wenn wir den da liegen lassen, dass kein Schwein diesbezüglich reagiert. Ich werde natürlich trotzdem hingehen, so ein bisschen versuchen, den Cleverer zu platzieren. Ich meine, wenn hier jemand reinläuft, findet er den so oder so vermutlich. Okay, was haben wir hier? Cult Initiative. Ja, und damit haben wir auch hier gleich deren Strampler gefunden. Sweet. So, das Interessante ist, scheinbar kann keiner von denen diesen Strampler erkennen. Ha. Huh. Da ist also niemand dabei, den das wirklich interessiert. Und das wäre natürlich super simpel. Dann gucken wir mal. Wo können wir damit hin? Testen einfach mal so ein paar Sachen. Hey, man. Okay, wir kommen hier einfach hinter. Nice. Natürlich simpel. Ja. Damit haben wir es hier hinter schon bereits geschafft. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schnell. Ernsthaft, dass keiner von denen da oben ist einer, der uns angeblich erkennen kann. Turn off Music, okay. Das ist die Stelle, wo die beiden gelabert hatten. Und wir haben... Oh. Vielleicht noch mehr Lethal Poison Stuff. Natürlich angenehm. Vial und Pill Jar. Food and Drinks. Okay, also wir hätten die Möglichkeit, beide relativ simpel auszuschalten. Das ist natürlich gar nicht falsch. Gut. Jetzt geht es meines Erachtens darum, erstmal hier so ein bisschen zu überprüfen, was man hier unten noch finden kann. That is Oybek Nabazov, self-declared teacher and cult leader. His second in command won't be far off. Have clearance. Turn around. That's the way, sir. Ha, okay. Wir können in eine Seite rein, aber nicht in die andere. Okay, also dafür sind wir zu simpel. Mal gucken, ob wir hier hoch dürfen. Hi. Sup, buddies? Don't mind me. Interessant. Sup. Yeah, that's not gonna work, buddy. Can't let you through. Okay. Okay, also hier darf ich theoretisch auch nicht drin sein. Dadurch, dass ich jetzt schnell genug war, ging das in Ordnung. Okay, also ich habe das Gefühl, dass wir hier gleich eine Situation haben werden, wo wir einen der Kollegen versuchen werden reinzubekommen. Na, wir haben ja die Coins. Okay, wenn wir den Kollegen hier reinkriegen, haben wir dann doch schon fast gewonnen, oder? So, jetzt ein bisschen hoffen, dass der mich nicht in der Ecke sieht. Rechtzeitig die Tür schließen. Wenn er dann, yes, er kommt, sehr gut. Come on. What the hell? Ah, okay. A wrench. Unser Zeug. Man kann natürlich froh sein, dass das Zerstören der Vase keinen Laut gegeben hat, sonst. Okay. Wichtig ist hier, das ist dieser Zen-Gartenraum. Da sollten wir also nicht reinmarschieren. Okay, sehr gut. Damit sind wir gut dabei. Ich will ganz kurz hier noch gucken. Ich dachte, hier wäre noch eine Münze zurückgelassen worden, aber oh, Baum. Haben wir alles?
Wir haben definitiv einen Coin verloren, aber das geht in Ordnung. So, ich würde ganz gerne gucken, haben wir hier irgendeine Möglichkeit, die Pistole loszuwerden? Aber nur auf Sicherheit auch, dass ich hier nicht irgendwie die falsche nutze. Oh, ich denke, das kriege ich gebacken. Gut, damit sind wir relativ sicher. Man sieht nämlich, jetzt sind nämlich hier neue Ziele ein Problem für uns. Okay, meine große Frage ist, ob es irgendwann eine Situation gibt, die kommen hier zum Beispiel hoch, aber gibt es irgendwo eine Situation, wo man die alleine antreffen kann? Wenn wir das hinkriegen, haben wir schon eine Möglichkeit. No, komm mal her, komm mal her. Geht der alleine dahin? He actually does. What? Target elimination confirmed. Good work, 47. Now for Sister Yulduz. Okay. Damit haben wir unser erstes Ziel bereits. Ha. Hätte nicht gedacht, dass er so allein auf einmal rumläuft. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir uns nicht als deren verkleiden können. Nope. Das ist auch voll. Da ist nichts sonst weiter möglich. Okay. Dann lass mal gucken, ob man hier irgendwie durchbrechen kann. Okay. Hier kommt man rüber. Immer fies. Man hat zwar hier... Wodka-Bottle. Aha. Also irgendwer würde damit interagieren, aber halt... Wer ist halt ein Problem, ne? So, wer wird darauf reagieren? Ah, von der Idee her nicht falsch. Das Problem ist, dass diese zweite Person jetzt hier antanzt. Shit. Na, es ist mir zu riskant. Das war von der Idee gar nicht falsch, zu sagen, hey, man zieht die Wache einfach raus und schaltet sie aus. Jedoch, genau. Okay, das ist schon interessant zu sehen, wie die da alle hinrennen. Ja, das Problem ist, wäre die Kiste auf der anderen Ecke, die ist mich vermutlich sogar getraut. Okay, also die haben gerade so ein bisschen Muffensausen scheinbar bekommen, weil deren VIP nicht mehr dort ist. Okay, jetzt ging die leider schon wieder runter. Das ist mir leider ein Tick zu schnell gewesen. Aber ich das Gefühl hatte, dass wir mit der Sister nicht einfach so sie bekommen konnten. Okay, lass mal ganz kurz hier schnell in diesen Räumen gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Okay, also wie gewohnt, die sind relativ sauber gehalten, solange kein Rockstar hier drin wohnt. Okay, die sind vor allem jetzt für uns unrelevant geworden. Nice. Und hier ist jetzt auch alles sauber gehalten. Kein Rockstar, wie gesagt, der hier einfach irgendwas kaputt machen kann oder Sachen zurücklässt. So, das Problem ist, dass ist jetzt zum Beispiel jetzt niemanden an ihrer Seite. Meines Hilfens natürlich nicht, weil unten auf dem Flur zu sein bei Weitem so gefährlich ist. So, ich kann da hier vermutlich einfach rein, oder? Gut, hi ihr Hippies. Also ich könnte mich theoretisch da mit zu denen hinsetzen. Warum auch immer man das sollte. Blend in as Bodyguard. Da ist die Möglichkeit. Das hilft mir alles nicht wirklich. Aber ich würde ganz gerne eigentlich schon versuchen. Mein Problem ist definitiv die eine Wache hier. Aber lass uns das mal erneut probieren. Wenn wir ein bisschen Glück haben, haben wir vielleicht die eine Wache dort weg und dann ist da auf einmal keine mehr. Kann man... Alle ab. Ein bisschen riskant, I'm aware. Sister Yulduz has left the penthouse 47 and in quite a hurry too. Intriguing. Oho.
Das ist definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Oh Gott, damit ernsthaft? Okay, dann lass uns das mal ganz kurz hier nicht weiter verfolgen. Sister Yulduz has left the penthouse 47 and in quite a hurry too. Intriguing. If you say so. Ich würde es alarmieren nennen. Ich habe es nicht damit gerechnet, dass sie abhaut. Why are you fleeing? Ich hoffe, die haut jetzt hier nicht ab, weil der Bruder oder wer auch immer der Anführer nicht mehr dort ist. Weil das dürfte ja sie so nicht wissen können. Okay, erstmal geht sie hier so in die Mitte. Was ist der Grund? What's the situation here? Something happened to the old fool, and the rest of them are unstable. I'm pretty certain his plan will kick off automatically now. We need to get clear. All right, we can go. Aha. Das klingt so ein bisschen fragwürdig. So, kann ich da auch einfach hinterher rein? Sorry, can't even let bodyguards through here. Heads yeah, up. You heard him. Situation. Escort the package out of here. Move. Ha. Wird die raus eskortiert? Okay. Ja, sogar relativ gut bewacht. Das ist natürlich jetzt hier schon so ein bisschen was anderes als das, was da oben herum hantiert ist. Das ist meine gute Frage, ob diese Mission jetzt hier einfach fehlschlagen kann. Also das klingt ja alles sehr merkwürdig, deren... Das klingt richtig eklig. So, kann ich hier hinterher latschen? Nope. Alles klar. Okay. You have a good day, sir. Or night, or whatever. Also schaut die jetzt da einfach ab, weil das wäre das erste Mal, dass wir wirklich ein Ziel haben, das einfach so verschwindet. Nee, kann ich jetzt leider nicht hinterher rennen. Das sieht so aus, als würde sie jetzt hier die Map verlassen. Lass mir mal was testen. Und zwar... Lass uns mal hier eine Uniform klauen. Reagiert darauf einer? Yes, sehr gut. Mit ein bisschen Glück... Na gut. Okay, noch ist die Person nicht weg. Ich will einfach nur wissen, was sie da draußen macht. Das ist ernsthaft ein Problem. Okay, da sollte ich da jetzt so durchmarschieren können. Wow. Don't mind me. Natürlich ist die abgeschlossen, die Tür. Ah, ist auf einmal serious military hardware am Start. Holy moly. Ha. Das ist nicht mal ein Problem. Wenn man mich so ein bisschen guckt, habe ich das Gefühl, dass die da wirklich konstant alle sind. Hast du nicht ein ernsthaftes Problem? Oh, is that the end of the story? Sorry, I'm a little tired.
Wie kommen wir da jetzt voran? Also ich glaube nicht, dass die Person abhaut. Aber sie ist definitiv in der Position, wo man nicht einfach so hinkommen wird. Mal ganz bewusst ein bisschen gucken. Ja, das sind alles Military Guys. Das ist natürlich sehr interessant zu beobachten. So, keine Ahnung, ob da oben irgendwas noch passieren soll. Da ist einer, der uns theoretisch entdecken kann. Der Kollege da vorne ist ein Problem. Ich überlege nämlich gerade, ob wir irgendwie es schaffen, da durchzubrechen. Da hinten ist noch irgendein weiterer Kollege. Ich brauche, dass der die Situation ist, der Barmann sich wegdreht. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir da reinkommen. Denn wenn die da hinten weiterhin nur steht, sollten wir da eigentlich ebenfalls uns vielleicht vorarbeiten können. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Go, 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 go. So, der am Eingang kann uns nicht erkennen, interessanterweise und lustigerweise. Hi, Chef. Guten Tag. So, what's for dinner? Okay, Polizei-Outfit vielleicht? Aber wir hoffen, dass wenn der da jetzt antanzt, dass nicht gerade die von der Inspektion meinen, hier ebenfalls reinmarschieren zu wollen. Die beiden da hinten kommen nämlich auch hier regelmäßig rein. Und das muss ja nicht sein. Gute Nacht. Alles mitnehmen, während ich ziehe. Sehr schick. Okay, dann hoffen wir mal, ob wir mit der Uniform was machen können. Und da zumindest schon mal... Ah, da kommt jetzt die Managerin. Hey, stop. Hätte sie nicht noch mehr Leute gebrochen, die mich nerven. Das Gute ist, sie zieht hier durch. Also an dem Ding vorbei. Da dürfte also nichts passieren. So, Problem ist, hier ist vermutlich eine Kamera. Mit der komme ich leider nicht vorbei. Guten Tag. Aber damit kommen wir hoffentlich hier raus. Never enough security. Oder? You are not authorized to be here. Mensch, Mensch. Das ist nicht ja mein Problem. Aber... auch ein Problem, um das man sich kümmern kann, meines Erachtens. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den nämlich hier. Zu weit weg? Zu weit weg. Natürlich doof. Ja, vielleicht kann man den herlocken. Das würde nämlich auch schon funktionieren. Er wird von Anfang an durchgedreht. Hallo? Wie, das hast du jetzt angeblich nicht gehört. Das hat er gehört, gut. Okay. Irgendwas zum Werfen haben. Hoffen, dass niemand auf einmal von irgendwo auftaucht. Okay, das Schwein hat's mitbekommen. Alarm, Alarm. Okay, sehr gut. I'm trespassing, huh? Das ist natürlich interessant. Okay, also ich darf scheinbar hier sein, aber nirgendwo anders. Okay, darf ich in der Theorie hier rein? Yes, I can. Und hier haben wir wirklich viele Leute, die einen entdecken können. Unangenehm. Das ist keine Uniform, die mir wirklich weiterhilft. Also auf jeden Fall eine dicke Waffe drin. Hast du noch irgendeine andere Rotation drin? Nope, nur diese. Und diese hilft mir nicht viel weiter, weil du da definitiv entdeckt wirst. Da werde ich nicht so einfach durchmarschieren können. Das ist ein Problem.
So, meine Frage ist, ob wir hier wieder mit dem Coin arbeiten müssen. Aber nur um zu hoffen, dass der darüber latscht. Das Lustige ist, sie steht da jetzt auch einfach nur. Also entweder ist es wirklich so eine... Also da finde ich es ein bisschen komisch, dass die halt... How? Who? Also das ist doch Blödsinn. Wer soll denn das mitbekommen haben? Okay. Diesmal ohne irgendjemanden anzugreifen. Mit einer Waffe, sondern einfach so. Okay, dann her mit meinem Zeug. Und wir schmeißen den mal hier rein. So, in der Theorie hätte man hier vermutlich einfach ein Ziel, was man mit ein bisschen Glück aus der Entfernung ausschalten könnte. Das wollen wir aber so definitiv nicht machen. Entsprechend weiß ich auch nicht, wie clever es überhaupt war, hier dieses Ziel auszuschalten. Jetzt wird die da jetzt... Vielleicht müssen wir einen Loop-De-Loop machen, dass wir versuchen, von der anderen Seite ranzukommen? Not sure. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht sich an den vorbeischummeln kann. Genau, mit so ein bisschen Glück vielleicht. Aber ich nicht das Gefühl habe, dass das so einfach ist. Wir müssen ein bisschen gucken. Okay, hier kann ich mich theoretisch verstecken. Der leider zu mir gelaufen. Down. Listen, you're gonna end up getting hurt, sneaking around like that, Mister. Alles klar. Okay, zum Glück reagiert er in einer gewissen Zeit. Ho, grüne Suppe kommt da raus. Yikes. Wie auch immer der mich angeblich jetzt kurzzeitig gesehen haben soll. Das ist alles noch nicht so hilfreich. Aber der da hinten läuft so ein bisschen hin und her. Also mit ein bisschen Glück schafft man es vielleicht tatsächlich. Okay, das ist das Geräusch von irgendwelchen Tieren im Hintergrund. Ich dachte erst, der würde uns entdecken, weil es so ungefähr das Gleiche. Da hinten sind aber auch halt einer, der dort wartet. Und jetzt ist einer, der... Also da habe ich noch nicht das Gefühl, ernsthaft durchzukommen. Also was wir versuchen, ist vielleicht einfach ein bisschen... Der Kollege will sich davon aber auch nicht wegbewegen. Come on. You can do it. Also ich komme da nicht so einfach durch. Das mit einfachste wäre vermutlich, sie einfach versuchen mit... Ein Schalldämpfer aus der Entfernung auszuschalten, aber halt, you know, auch nicht wirklich die beste Herangehensweise. Wow, wie hat mich der denn angeblich gesehen? Das Problem ist, selbst wenn ich jetzt hier durchbreche, ja, das ist alles nicht selbstverständlich, denn die eine Wache da vorne wird mir konstant im Weg stehen. Ich werde es trotzdem mal ganz kurz versuchen, weiterzugehen. Aber nur zu gucken, was man hier finden kann. Okay, also es gibt eine Möglichkeit, hier hin zu gelangen. Gar nicht mal uninteressant. Hier gibt es nämlich eine Möglichkeit in der Theorie, eine zu verstauen, aber... Dahin zu gehen, die auszuschalten, darüber zu schleifen, während vor allem da mehrere Wachen vor- und zurücklaufen, dürfte nicht drin sein. Und bevor die mit irgendwelchen Münzwurfaktionen hierher kommt, müssten wir mehrere Wachen von ausschalten. Das Einzige, was man wirklich versuchen muss, ist vielleicht sogar tatsächlich mit diesen Gaskanistern zu arbeiten, was riskant ist, aber vielleicht machbar. Okay. Wir gehen mal da rüber. Noch ist ja hier nichts passiert, ne? Also wenn wir uns hier clever anstellen. Okay, ganz kurz getestet, wie man das ablegt. Hi, sup, buddy.
Huh. Sir, I think that belongs to you. Oh, tut mir leid. Whoopsie daisy. Zieh Leine. Come on, wir wissen, dass du abziehen kannst. Weg, komm, danke. Okay. Jetzt hier Sneaky, Sneaky. Lemon Squeaky oder wie das heißt. Okay, also hier haben wir vielleicht eine Situation, wo wir gleich so ein bisschen uns dann verstecken müssen. Aber das ist das, was ich jetzt einfach probiere. Oh shit, die haben also mitbekommen, was Sache ist. Mal gucken, ob die auf uns reagieren. Willst du mir sagen, die wissen, dass ich da reingegangen bin? Ja, super. Okay, das war also nicht unbedingt die Lösung. Meine Frage ist, ob man hier gleich einen von denen da reinschmeißen muss oder ähnliches. Und gleich guckt, ob man den nicht ausschaltet. Also, ich hätte natürlich ganz gerne hier so ein bisschen mitbekommen, was hier angeblich die Situation gewesen sein soll. Aber schön ist dadurch, dass kein Schwein hier rüber guckt. Come on, haben wir jetzt hier hoffentlich einen, den wir hier einfach rüberschmeißen. Dumpy, Humpy, Dumpy, genau. Eine Frage ist, ob es irgendeinen Grund gibt hier. Ich gehe mal davon aus, das ist die gleiche. Meine Frage ist natürlich weiterhin, wie zur Hölle muss ich hier agieren? Ich meine, das Einfachste wäre vermutlich einfach hier mit der Pistole zu arbeiten. Einfach Peng im Kopf, Ende im Gelände. Problem ist nur, Peng, Ende im Gelände bedeutet in den meisten Fällen dann trotzdem wiederum, dass die Leute wissen, wie sie drauf gegangen ist. Und ich will eigentlich einen Accidental Kill hinbekommen. Und das ist so einfach nicht gegeben. Was ich halt nicht verstehe, ist, wie die mitbekommen haben sollen, dass ich das gemacht habe. Also ich brauche nicht beide, aber trotzdem. Ja, also das wird hier einfach mal ganz kurz wieder so eine Sache sein, wo wir einfach mal testen müssen, wie man das umsetzt. Einfach weil ich solche Kills in den meisten Fällen eigentlich nicht mache. Okay, probieren wir es gleich einfach nochmal. So, und zwar, unser Problem ist, why is he hunting me? Help me! Niemand hat uns mitbekommen. Das verstehe ich halt einfach nicht. We gotta go. Follow me. Ja, also, das ist das Problem. Der erste Schuss, der abgesetzt wird. Und ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen geändert. Ich meine, das war in der Vergangenheit nicht so. Meine Frage ist ja, die einfachste Situation wäre ja eigentlich, sie einfach zu krallen und mitzuschleifen, ne? Das Problem ist, wie viel Zeit habe ich wirklich, um das so umzusetzen? Es ist meines Erachtens nicht unmöglich. Entsprechend, lass uns mal eine dieser Flaschen, lass uns mal, denke ich, beide Flaschen ganz kurz nochmal hier nehmen und woanders hinstellen. Aber das, falls ich das hier irgendwie mache, ich mich nicht versuche, darum zu navigieren. Ich denke, da würde zwar nichts passieren, aber selbst dann, wenn ich es wirklich so versuchen möchte. So, wir haben einen von denen, der so steht. Wir haben einen, der gelegentlich nach vorne und nach hinten geht. Nur mit ein bisschen Glück, wenn der eine streuen geht und der andere hier wieder hertanzt, müssten wir eigentlich in der Situation sein, das umsetzen zu können. Komm mal, Hans, geh streuen. Ich habe hier jemanden, den ich von A nach B schleifen möchte. Come on, come on, come on. Muss doch ganz, ganz dringend. Ein Problem ist natürlich, ich muss auf den anderen auch aufpassen, der hier entlang latscht. Und gucken, wie läuft der denn jetzt? Okay, der läuft irgendwo dorthin. Also da muss man sich beeilen. Das kann jetzt hier einmal schief laufen, das ist natürlich offensichtlich. Das wäre mir das Einfachste. Einfach krallen und umnähten.
Okay, der Kollege kommt jetzt angelaufen, während der Kollege jetzt hier streuen geht. Das heißt, wenn der sich jetzt vielleicht gleich umdreht. Ah, der steht so doof. Der würde das so sehen. Und ich versuchen würde, sie jetzt hier rüber zu bringen. Ja, also das könnte jetzt hier wirklich ein Zyklus sein, den ich nicht einfach so umsetzen kann. Doof. Ich probiere es aber mal. You know what? Probier mal was. Ich gehe davon aus, dass das gesehen wird. Ah, vielleicht muss ich einfach mich hier clever genug anstellen. Wir probieren es einfach gleich mal. Wir probieren jetzt wirklich einfach mal, wenn dieser Kollege jetzt hier wieder auftaucht. Und man probiert jetzt ganz bewusst das mit den Gasflaschen nochmal. Ja, vielleicht reagiert die nicht da drauf. Dementsprechend reagiert vielleicht keiner da drauf. Mal sehen. Also es könnte sein, dass von dem Winkel, so wie der Kollege, der da läuft, dass der das sieht. Da müssen wir dann nochmal überlegen, wie wir es besser machen. Aber die Idee sollte in der Theorie sein, dass wenn keiner gerade uns sehen kann, dass wir versuchen, die hier rüber zu schleifen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht einfach so machbar ist. Gucken wir mal. Siehst du sie? Ja oder... Okay. Die Antwort ist nein. Das heißt also, wenn der Kollege sich dort hinten mal verabschieden würde, ne? Ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie clever es ist, die aus der Rotation rauszubringen. Okay, go, 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 go. Riskant, 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 riskant. Ich probiere was ziemlich Dummes. Es hat funktioniert, funktioniert. Yes, sehr schön. Come on, snap the neck. All targets eliminated, 47. Contract complete. Oh. Have the money wired to your account. Good work, as always. Dankeschön. Ja, Record by Security Camera, das haben wir jetzt hier schon zweimal. Wenn ich mal ganz kurz so frei werde mir das kurz sparen, denn gerade in dieser Map ist das mit den Security Cameras sowas von nervig. Das muss ja nun wirklich nicht sein, sich da auch noch drum zu kümmern. Alright. Erste Mission, ja, war so ein bisschen hier und da Herumprobiererei dabei, aber insgesamt bin ich zufrieden. Vor allem das gewisse Element von Überraschung war ebenfalls dabei. Aber weil wir nicht damit geahnt haben oder rechnen konnten, dass auf einmal eine von denen abzieht. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass der Witz einfach ist, hey, wenn irgendwie der Second in Command nicht mehr in der Nähe... I just saw a spike in traffic from the hotel's network. Looks like a series of automatically dispatched messages. I'll get a team on it right away. Aha. Trotzdem, interessant. So, Mission accomplished. 3 Sterne. Never spotted. Ein bisschen schade, dass wir halt das bekommen haben, weil wir scheinbar irgendwo reingerannt sind. No recordings. Ja, okay. Nicht perfekt. Aber dadurch, dass halt eine neue Mission ist, neue Sachen zu lernen sind, geht das insgesamt in Ordnung. Okay, dann kommen wir zum Ende der ersten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Bis dann.